Bist du auch bei Instagram eigentlich? Ja. Echt? Leider. Beruflich oder privat? Ein bisschen beides. Beides? Ja. Hast du zwei verschiedene Accounts? Nein. Ah, okay. Ja. Okay, wir machen jetzt... Oh, creepy. Ja, was war jetzt creepy? Ja, deine Fragen so ein bisschen. Ich hab... Nein, ich weil du, wieso war... Ja, mach weiter. Wieso war das jetzt creepy? Er hat ja auch noch vier Punkte bekommen. Wir Dauerhaft. Streiten uns schon. Das kann ja eine tolle Sendung heute Abend werden. Meine Damen, das ist unser heutiger Gast, Dr. Julia Shaw. Ja. Autorin dieses Buches. Böse, die Psychologie... Unsere Abgründe. Heute Abend geht es um Rechtspsychologie. Mhm. Du hast wirklich zwei Klassen übersprungen? Mhm. Die sechste und die achte habe ich gelesen. Genau. Das kommt doch wahnsinnig schlecht an bei den Klassenkameraden, oder? Ja, ich sollte eine dritte überspringen. Echt? Habe ich dann geweigert. Ich bin aber auch viel umgezogen. Ach so, also eher schon so ein Zirkuskind. Genau. Kommst du aus einer Wissenschaftlerfamilie? Nee, gar nicht. Meine Mutter hat kein Abi gemacht. Aha. Ja. Und jetzt bist du in London und beschäftigst dich hauptberuflich mit Rechtspsychologie, mhm. also der Wissenschaft, warum Leute zum Beispiel Verbrechen begehen. Genau, richtig. Ja. Und hast du auch schon mal so einen richtigen Serienmörder vor der Flinte, also interviewt, in Knast gefahren und mal so ein bisschen... Nein, ich bin auch kein Therapeut. Also ich beschäftige mich eher mit normalen Menschen und wie sie tendieren zum Bösen. Also mhm. das ist für mich das Interessante, weil es auch, ich glaube, diese Nuancen und die Alltagssachen, die interessieren mhm. mich viel mehr. Das war bei Gedächtnis genauso. Also so Probleme, die wir alle eigentlich erkennen und schon mal gehabt haben. Hast du schon mal Verständnis für einen Mörder gehabt? Ja, aber nicht im Sinne von, dass ich es okay fand. Mhm. Ich glaube, zu erklären heißt nicht zu sagen, dass ja. jetzt okay. Weißt du noch, was das für ein Fall war? Entschuldigung. Nee, weiß ich gar nicht gerade. Nee? Nee, das ist jetzt auch on the spot. Nee, aber also wenn du Rechtspsychologie praktizierst oder studierst, dann warst du wahrscheinlich öfter auch schon mal im Gericht und dann schaut man sich Verbrecher an und hört, was die so sagen. Und, ja, genau. Und ich fände es eine interessante Sache, mal dem nachzugehen, ob das möglich ist oder ob jeder das kann, Verbrechen nachzuvollziehen durch Beobachtung von zum Beispiel Gerichtsprozessen oder da mal sitzen und sich das anhören und denken, ah ja, stimmt, Totschlag ist nicht so schön, aber ich weiß, warum es passiert ist. Ja, aber zu versuchen zu verstehen und die Menschlichkeit an jedem zu sehen, ist, glaube ich, schon wichtig und schwer. Also man muss echt jeden Tag dran arbeiten und jeden Tag wieder, ich bin auch auf Monsterjagd gegangen in dem Buch. Was heißt denn auf Monsterjagd? Absolut gesucht nach den schlimmsten Fällen, die ich mir einfallen lassen. Also von Jeffrey Dahmer, Serienmörder, bis hin zu Pädophilen, bis hin zu Terroristen, bis hin zu Sklaventreibern. Also das waren alles für mich Gedankenexperimente, wo ich wirklich sehen wollte, kann ich hier wirklich die Menschlichkeit finden? Kapitel 5, abartig pervers, die Wissenschaft von der sexuellen Devianz. Das ist der Fetisch. Ja. Ach, ich komme langsam in so einem Alter, wo das für mich relevant wird, ja. Wo man quasi die normalen Sachen alle durch hat. Ist das eine, was ist denn da... Wertest du das dann? Was darf man, was darf man nicht? Oder untersuchst du den Bereich von, wann ist es Fetisch und wann ist es Verbrechen? Ist das Interessante? Ja, also zum einen, also wo sind die Grenzen, aber auch wie normal bin ich? Also das ist tatsächlich immer wieder Thema. Sind diese Sachen, die sich von außen an vielleicht schlecht aussehen, sind die vielleicht doch normal? Fetisch kann man auch selber gucken, in welchem... Es gibt einen kleinen Test. Ja, es gibt einen Beginnen Sie wie mit einem kleinen Test. Geben Sie an, wie sexuell erregend Sie die folgenden Handlungen jeweils empfinden, egal ob Sie diese schon mal ausprobiert haben oder nicht. Hättest du den Test lieber gehabt? Nee, wir können den gerne machen. Das ist jetzt fürs Internet, fürs Online da. Das ist im Internet, das schockt dann niemanden. Wir klicken zwei Seiten weiter, da haben die sowas quasi mit Bildern. Ja. Also bewerten Sie die Aussagen von abstoßend, eine Wertung von -3, bis sehr erregend. Die neutrale Mitte liegt bei 0. Also was muss ich jetzt sagen? Ich mache das gerne mal. Das sind tatsächlich auch, das ist auch immer aus Studien. Ja. Immer aus Studien diese Beispiele genommen, immer wirklich an dich gebracht, damit du es auch selber machen kannst. Also ich muss jetzt sagen, -3 ist und 0 ist... Genau. Yeah, oh yeah. Ja, 3 ist, glaube ich, ne? Warte. Achso, die Mitte ist 0 Mitte ist und 3 ist... Genau, okay. Mitte liegt bei. -3 ist 0 ist... Wow, und genau, 3 ist... Genau, okay. Richtig. Alles klar. Also, Sie sehen eine... Schon mal aufgepasst, meine Damen und Herren. Falls Sie mich kennenlernen wollen, vielleicht haben Sie gleich ein paar Tipps und Tricks, wie es klappt beim ersten Date. Gut. Sie sehen einer nicht ahnden... mega creepy. Ja. Ich hab's doch gesagt. Also, ja, warte, wie creepy bist du? Machen wir nicht heute Abend den Test, oder? Ich erinnere das, glaube ich. Warte. Okay, 10. 10 creepy. Yay, einmal Erster. 1 plus. Ja, Sie sehen einer nichts ahnenden fremden Person beim Auskleiden zu. Findest du gut, findest du nicht gut? Nee, ist nee. Null. Sie egal. Berühren ein Material wie Gummi, PVC oder Leder. Nee, nicht auch nicht. Ich glaube, das würdest du jetzt auch nicht alles zugeben. Ich würde es zugeben. Ehrlich. Gut. Also kein Material, wo ich jetzt sagen würde, nee. Sie berühren oder reiben sich an einer fremden Person, die das nicht erwartet. Oh. Creepy, auch da wieder.
Ich würde sagen, schon... Da so, musst du aber zu lange nachdenken. Nee, nee, ich überlege, ich ist auf jeden Fall im positiven Bereich. Ja? Ich weiß. Ich würde sagen, so eins. Eins. Okay. Ja. Gut. Aber es ist jetzt, ach so, es ist aber jetzt nicht gesagt, dass es eine Person ist, die das nicht tendenziell, also tendenziell auch okay findet. Ich reibe mich jetzt nicht an fremden Personen, wo ich denke, oh geil, eine fremde Person. Sondern ist beispielsweise Ralf und ich, wir umarmen uns gerne zum Beispiel morgens. Stimmt, und manchmal umarme ich Ralf auch überraschend auf der Arbeit und denke ich, oh ja, weil Ralf kann so ein bisschen Nähe gebrauchen, sieht so blass aus heute. Ja, genau. Und das dann, ist auch dann sexuell befriedigend? Naja, es hat zumindest so eine gewisse interessante für Spannung. Für dich ja. Ja, für mich ja. Also eins würde ich sagen. Okay. Eins, gut, wir bleiben dabei. Sie versuchen jemanden mit Handschellen zu fesseln. Absolut minus zwei. Da sind wir aber, da bist du fast in der Minderheit. Wirklich? 46% von uns haben es gerne ein bisschen BDSM im Bett. Wirklich? Sage ich einfach mal so. Also, wenn ihr glaubt, ihr seid da alleine und total wild, seid ziemlich normal. Echt? Spießer. Ja, aber ganz kurz, auch weil so Handschellen, das wird immer so propagiert, als so eine besondere, also das ist offenbar ein totales Mainstream-Ding. Ja. 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 Können wir neu definieren, was das weiß ich, habe ich irgendwie, ich hatte, hab mir früher mal als Jugendlicher, haben wir mal irgendwie, als die Zeit der Gaspistolen und der Gewaltexperimente war, hatten einige aus meinem sozialen Umfeld auch mal so Handschellen aus Holland sich gekauft, Haschisch, Bongs, Gaspistolen und Handschellen und ich fand das, ja, es gab damals, und das war, haben wir so viel Exzesse auf Klassenfahrten mitgemacht. Das ist in Bremen einigermaßen normal, das ist jetzt für mich nichts Sexuelles, das ist Alltag. Handschellen. Nee, minus zwei. Minus zwei, oh. Gut, wir können ja ein bisschen überspringen. Nee, warum? Warum ist das jetzt unangenehm? Das ist doch dein Test, mir ist das doch egal. Oder kommen jetzt irgendwelche Sachen, wo ich dann gleich rot werde oder so? Ganz bestimmt. Ich habe so viel Schminke drauf. Ich hoffe es, ich hoffe es. Sag mal. Ihnen wird der Hintern versohlt, Sie werden geschlagen oder gepeitscht. Da bist du dann wahrscheinlich auch bei... Nee, ist sogar minus drei. Okay. Warum? Ja. Warum ist das... Also was muss passieren? Hier erklären. Ja, aber was muss passieren, damit man das irgendwie... Ist das... Was ist das... Warum? Da schreibe ich sogar drüber. Aber warum finden das Leute denn geil? Ja, weil es hat nicht mit Macht zu tun im Negativen unbedingt, sondern vom Loslassen. Das hat mit dem Loslassen zu tun. Also, dass man die Verantwortung übergibt an jemand anderen, dass er dann mit einem machen darf. Angenommen, man hat einen Job, wo man wirklich in seinem Job einfach loslässt und die Verantwortung an Sie, meine Damen und Herren, zum Beispiel jeden Tag übergibt, dann ist das doch eine Sache, die man sexuell dann nicht mehr braucht. Vielleicht, aber viele haben das ja nicht. Ich stehe zum Beispiel auf Kuscheln und Streicheln, bis einer zum Orgasmus kommt. Das ist so mein Ding. Ja, sehr. Aber creepy. Da sind wir wieder sehr creepy. Weiter. Weiter, weiter. Frau Doktor. Weiter. Sie zwingen jemanden zu sexuellen Aktivitäten. Hier wird's jetzt... Sie zwingen jemanden zu sexuellen Aktivitäten? Genau. Auch eher minus eins. Minus eins nur? Sie zwingen jemanden zu sexuellen Aktivitäten? Wie kann man denn das gut finden und dann im Restaurant irgendwie den Kellner gut behandeln? Also tatsächlich ist es so, dass wir hier von sind schon ein paar illegale Sachen dabei gewesen, aber es wird immer extremer weniger Menschen sagen, sie finden das. Okay. Als ihren aber ist doch dann offenbar fest. Ich habe also schon mehrfach minus jetzt gesagt. Ja, ist okay. Gut. Also sie zwingen Leute zu sexuellen Aktivitäten eher genau. Nicht. Genau. Mir ist ganz schlecht. Aber viele fantasieren davon oder? Finden es, wissen wir leider, interessant. Gut. Und das ist dann natürlich eigentlich eine Straftat. Kann sich das denn noch entwickeln? Also ich bin jetzt, will jetzt nicht mich als so völlig verschlossenen Typen hier in der Öffentlichkeit präsentieren. Ich bin da offen, aber die Bitte Gesetze nicht. Sind noch nicht so weit. Bitte nicht zwingen. Bitte immer Konsens. Immer fragen. Das ist nicht schön. Okay, ich dachte nur. Ja. Also stellen sich vor, Sie hätten das andere Geschlecht. Ganz anders. Das ist zumindest eine Sache, die ich ganz interessant finde. Also würde ich sagen 0 bis 0,5. Ja, also wieso? Ich auch. Ich hätte auch super gerne Penis. Das ist, also für dich wäre das super. Also jetzt nicht permanent, aber so zumindest immer so für eine Woche oder sowas oder für zwei, drei Tage. Ich würde zwei Wochen nur an meinen Brüsten spielen. Ralf, ganz ehrlich. An meinem Penis, nicht? Ja. Ja, eben. Fände ich super. Ich, aber auch ganz ehrlich, um vielleicht auch das so wieder ein bisschen abzumildern, wahrscheinlich ist es dann nach einiger Zeit auch einigermaßen unspektakulär. Es ist ja dann eher, the grass is always greener on the other side. Mir wird mein guter alter Penis fehlen. Ja, der würde mir auch alter fehlen. Alter Freund, Ralf, da bist du wieder. Da bist du wieder. Da bist du ja wieder, du Schlawiner. Mein guter alter Penis. Ach ja. So. Nee, aber das ist schon. Hier müssen wir natürlich auch ganz klar sagen, wir sind nicht transphobisch, nehme ich an. Nein, überhaupt ganz im Gegenteil. Ich finde das eine finde ich schon eher positiv. Komm, ich mache einfach eine Eins, eine glatte Eins. Einfach so. Sehr gut. Ja. Jemand uriniert auf Sie? Nein. Nein.
Minus 3. Nee, also ganz ehrlich, das, auch Eltern werden das wissen. Das ist wirklich keine schöne Sache, wo man irgendwie, also gerade, ja, ganz ehrlich, oder, Ralf, das ist doch eine Sache, die, also spätestens, nee, wenn man Kinder hat, ist das eine Geschichte, wo sexuell überhaupt, das ist völlig... Was hat das mit den Kindern zu tun jetzt? Nein, weil du, wie oft hast du schon mal eine Windel aufgemacht, wurde es angepisst oder angeschissen? Oder ist das irgendwas, was dir irgendwas gibt? Das stimmt. Das was du irgendwas, was mit irgendwas Sexuellem verbindest? Weil dann würde ich direkt gleich nach der Sendung mit dir reden wollen. Also das finde find ich wirklich, das finde ich wirklich echt auch umständlich. Machen umständlich Leute, ist richtig. Grund, wenn du da Studienerfahrung hast, machen das Leute, die das praktizieren, richten die sich so ein Zimmer ein, wo das dann bis zur Decke gekachelt ist, oder wird das integriert in so eine normale IKEA-Einrichtung? Ja, also oder ich glaube schon, Wet Rooms gibt's schon. Was? Also Wet Rooms. Wet Rooms? Wet Rooms. Ihr Engländerin. Ja. Fuck immer Donald alles Trump. So machen. Genau. Jemand kotet auf ihnen ab. Oh, come on. Es klingt wie so ein Jugendslang, das Pons Jugendsprachewörterbuch. Ey, ich habe am Wochenende abgekodet auf irgendwie. Was dann aber irgendwie Party heißt oder irgendwie Punkt. Nee, aber das finde ich wirklich auch nicht schön. Also ich muss auch sagen, für mich sind eigentlich alle nicht interessant, aber vor allem die letzten zwei, also Ironieren und Koten. Aber ich muss dazu sagen, wenn andere das machen, ist das mir völlig wurscht. Ganz weil das hat nichts mit Konsens. Das könnt ihr, wenn ihr das gut findet, machen. Kein Problem, aber Wetroom gerne. Am besten nicht in Kombination mit zwingt jemanden zu sexuellen Handlungen, sondern immer alles. Nee, aber nee. Wenn das nach, ganz kurz Stichwort Transphobie, wenn das nach Stärke des Fetisches geordnet ist, warum kommt dann sich in das Geschlecht eines anderen Geschlecht, wie war die Formulierung? Sie stellen sich vor. Sie stellen sich vor, sie ist das andere Geschlecht. Warum kommt das kurz vor Pisse und Kacke? Weil sehr wenige sagen, dass sie das als Fetisch haben. Ah, okay. Das heißt nicht, dass nicht viele glauben, sie sind oder identifizieren als ein anderes Geschlecht. Okay. Das ist eine andere Frage. Also sondern, dass sie es als sexuellen Fetisch haben. Das heißt, dass sie das sich ist das also eine Liste, die quasi geordnet ist nach dem größten gesellschaftlichen Tabu. Genau, richtig. Und das andere Geschlecht sein ist kurz vor Pisse und Kacke? Ja, leider. Nicht schlecht. Es gibt viel zu tun, meine Damen und Herren. Packen wir es an. Heute Abend ist Dr. Julia Shaw Gast im Neo Magazin Royal. Wir haben außerdem das Rundfunk-Tanzorchester, was ihn heute Abend quasi sie philharmoniefähig macht. Ihr bringt Leute heute Abend dazu, dass sie mit Daniel Barenboim in der ersten Reihe mitgeigen können. Endlich. Endlich ist es soweit. Schalten Sie ein, um 22.15 Uhr ist es soweit. Und in der Mediathek sind wir um 20.15 Uhr schon. Und der Hashtag der Woche lautet Ralfolution für Ralf Brinkhaus. Der würde, also Ralf Brinkhaus... Wenn der auf 11 wäre, dann würde ich sagen plus 3. Von der CDU. CDU-Fetisch. Tschüss, bis heute Abend. Dr. Julia Shaw ist der Gast.